Hä? Ja, das steht da überhaupt nicht. Nee, komm mal weg. Das okay, ist Scheißdreck. Zauberer. Nein. Das, du denkst jetzt nur. Das ist aber so oder so falsch, weil es hier nicht draufsteht. Okay, lies mal vor. Okay. Dann bin ich mir sicher, dass das... Guten Morgen, Internet. Willkommen beim Klugscheißer-Quiz. Viel Quiz. Ich wollte gerade durch meine Klugscheißer-Monokelbrille gucken. Denn das bringt ja ein wenig Hochnäsigkeit mit, wenn man einen Monokel benutzt. Oder das kann es nicht richtig ausgehen. Nee, weil meine Wimpern sind zu lang dafür. Also. Du hast ja auch noch so, du hast so eine Extension noch da dran. Wow, das ist nicht... Stimmt gar nicht, das ist mein Natural Wimpern. Nein, ich meine Natural Wimpern. An dem Monokel hier, das habe ich nicht. Ja, damit ich das so halten kann. Aber es geht heute nicht um Monokel, es geht um Fremdwörter. Die wir erraten müssen. Dazu eine passende Quizmelodie von Davis, jetzt. Klugscheißer-Quiz. Erste Frage, erstes Wort. Klemmst mir schon mal. Warte, erstes Fremdwort. Mein Monokel. Bist du bereit, Ken? Yes, okay. Bist du bereit? Gut, ich habe alles jetzt eingeklemmt, jetzt geht's los bei mir. Okay. Erstens, antizipieren. Ah. A, entfernen. B, widersprechen. Antizipieren. C, vorwegnehmen. Du schreibst sie wirklich auf? Antizipieren. Wieso? Ich bin fertig, ich habe meine Antwort genommen. Du, das, was du angekreuzt hast, drehst du auf? Es ist C. Ich habe mir die Antworten durch den Kopf gehen lassen, es ist C. Etwas vorwegnehmen. Das weißt du aber nicht. Ich antizipiere etwas. Ja, ich nehme etwas vorweg. Das war richtig, 1-0. Das Wort aus meinem Wortschatz, also ich weiß, was auf jeden ich als Worte nenne. Das habe ich schon einige Male. Kennt man aber. Man muss auch viele Sachen besser betonen dann. Zweitens, diffamieren. A, entfernen. B, verleumden. C, offenlegen. Ich sag B. Ich sage auch B. Ich habe B angekreuzt und mir das Wort unkenntlich in die Ecke geschrieben. B ist richtig, wie man hört. Ich habe nämlich schon häufig Leute diffamiert. Diffamiert? Ah, stimmt, shit. So. Wir denken, wir könnten eventuell was lernen. Ich meine natürlich, verdammt. Kannst du bitte den Schwänzchen weiterreichen? Und es nicht drittes Wort. Ich will ja nicht, dass deine Tafel stirbt. Ich will es ja nicht antizipieren, aber ich glaube, ich werde gut in dem Spiel sein. Habe ich es richtig benutzt? So, weiter. Rehabilitieren, das kennt man. A, Entscheidung rückgängig machen. B, Ansehen wiederherstellen. C, Abhängigkeit auflösen. Das ist aber schwierig formuliert. Das ist schwierig. Würde ich aber selbst schwierig formuliert. Ich habe einfach mal A genommen. Ich nehme dann C. Es hat zwar nicht unbedingt was mit einer Abhängigkeit zu tun. Es ist wirklich aber auch, es ist sehr unfair formuliert. Es ist also ich finde, A dann, ne? Es ist, wieso, nee, es hat ja doch getutet. Böse. Das ist ja gut. B. Nee, es ist B tatsächlich. Ansehen wiederherstellen. Ansehen wiederherstellen? Ja. Viertens. Schade. Vier. Das kenne ich jetzt, glaube ich, nicht. Reüssieren. Reüssieren? Kennst du das? Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Ja? Wo? In Bagdad. In Bagdad. Reüssieren, was? Das weckt so Erinnerungen in mir so. Das war ihr Sleeper Word. Jetzt rasten sie aus. So. Reüssieren. A, thematisieren. B, Erfolg haben. C, ich rede auch schon deutlich ein. Ja. C, überdenken. Also A, thematisieren, B, Erfolg haben. B macht man ja nochmal. Ja, ich würde original, ja, ich würde auch C sagen. Überdenken, würde ich sagen. Ja. Überdenkt nochmal. C ist es nicht. Oh. Nochmal überdenken, ich gebe euch andere Möglichkeiten. A oder B ist es. Wenn es C nicht ist, ist es A oder B. Geil, danke. Komm, ich gebe euch noch eine Chance hier, komm. Okay, warte, was war das? Thematisieren oder Erfolg haben. Reüssieren. Reüssieren. Such du dir eins aus, mach was anderes. Ich mach A. Also, ich mach thematisieren, weil man kann ja auch etwas nochmal thematisieren, was schon passiert ist. B war Erfolg haben. Ja. Was würdest du denn nehmen? Ich nehme das, was Kelly nicht hat, damit wir einen Punkte kriegt. Ich nehme B, Erfolg haben natürlich. Erfolg haben. Wenn man etwas re-erfolgisiert. Was sagt die Regie? Danke. Erfolgreich. Erfolg haben. Du hattest Erfolg. Ist schon mein Ernst. So, das nächste Wort kennt man wieder. Echauffieren. A, befördern. B, tönen. Hm. Aha. C, aufregen. Aufregen. C, aufregen. Ich hab's nochmal dazu geschrieben. Das ist. Ach so, richtig, ja. Elisa, ja, richtig. Genau. Das ist wohl richtig. Aufregen, ja, richtig. Wie viele Punkte? 4-2 für dich? Für mich. Sechstens, akquirieren. Ja. A, anschließen. B, erfahren. Erfahren. C, erwerben. Erwerben. Alle Wörter schon wieder mit. Anschließen. Anschließen, erfahren, erwerben. Du sagst hier richtig. Ja. Ach, danke. Ja. Achso, du hast doch gar. Du schreibst wieder mit. Wieso schreibt dieser Mann denn immer alle Antworten mit?
Ich bin für C. Er hat den Punkt nicht verdient, er hat zu lange gebraucht. C, ach, richtig? Ja, weil du machst doch auch Akquise, Kundenakquise in der Werbung. Für jeden einen natürlich Punkt. Meine Güte. Das war doch einfach. Natürlich. Ne? Jetzt kommt wieder was Schwieriges. Promiskuitiv. A. Wechselnde Geschlechtspartner habend. B. Erfolg versprechen. Oder C. Große Bekanntheit genießend. Stimmt, A. Wegen Promiscuous Girl, dem Song. Stimmt, der ist naheliegend tatsächlich. Ich würde C nehmen. C ist überhaupt nicht naheliegend. Also A, Kelly hat gewonnen. Yes! Also jetzt wieder nur die Frage, weil es sind ja noch drei. Ich hätte noch nicht alles ausschreiben können. Ich möchte eigentlich war ein Nachteil. Jetzt ist es wieder sehr, sehr, sehr einfach. Wirklich lachhaft. Trivial. A. Wissenswert. B. Alltäglich. C. Entscheidend. Ich warte, hast du es auch verstanden? Mal, wissenswert, was? Also wissenswert, alltäglich oder entscheidend? Okay. Hast du B geschrieben? C. B habe ich. Hm? Ja. Wie viel steht's? Achso, oh, Kelly. Okay. Ah, okay. Ich hab dir auch zugezwinkert bei einem. Ja. Es ist alltäglich. Scheiße. Ich wusste nicht, ob es ein Zwinkern oder nochmal, ein Nerven ist. Nochmal für gerade. Das war wirklich trivial, dass du das nicht verstanden hast. Stille. Alles schweigen. Leiser Grunzer. Okay. Das ist so keine Kraft mehr zum Lachen. Jetzt schon doppelte Punktzahl, das ist die vorletzte Frage. Wollen wir jetzt schon? Nee, machen wir erst bei der letzten. Okay. Obsolet. Obsolet. Ich würde obsolet sagen. Was ist obsolet? Obsolet. Darf ich schon. Ich schreib's einfach. Nee, als bevor du vorlesen. Warte. Absolut. Warte. Ich schreib schon drauf. Absolut. Du machst Zauber. Absolut. Du machst Zauberer. Du machst Zauberer? Ja, okay. Hä? Du hast jetzt schon was. Was hast du? Was zum Teufel? Hä? Das steht da überhaupt nicht. Nee, komm mal weg. Das okay, ist Scheißdreck. Zauberer. Nein. Du denkst jetzt nur. Das ist aber so oder so falsch, weil es hier nicht draufsteht. Okay, lies mal vor. Okay. Dann bin ich mir sicher, dass ich das hinkriege. Ah, also das Wort war obsolet. Oder obsolet. 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 Sag mal obsolet. Ja, das heißt obsolet. Das ist ja gut. A. Dringend notwendig. Mhm. B. Mhm. Veraltet. Ich sag C. C. Übergewichtig. Alles klar, ich würde mal kurz meine Antwort ändern. Ich sag C. Ich sage B. Sagst du nicht wirklich zahm? Ich sag B. Ich mache hier keine umgekehrte Psychologie. Hast du auch? Du hast mich sogar reingeguckt, woher weißt du das? Ich hab gesagt B. Einfach nur so? Jetzt zweifelst du ja an, dass ich das von selber eh schon wusste, was ja, das heißt. Ja, natürlich zweifel ich das an. Ich geb dir ja nicht umsonst Tipps. Weil Kelly hier so ein. Du bist die Einzige, die so einen Prompter braucht, um zu reden während dieser Sendung. Wir zweifeln alles an. Was? Bitte was? Lachen. Ich kann das nicht lesen, was da steht. Bitte was? So. Entschuldigen Sie. Was war es denn jetzt? B? So, wer hat denn was genommen nochmal? Ihr habt beide B? Beide B. Ja, zwei Punkte für jeweils einen. Und das bedeutete, war veraltet? Ich habe übrigens auf meine Tafel geschrieben, überflüssig. Ja, ja, das war. Es gab nur übergewichtig. Das ist obsolet. Das letzte Wort kenne ich wieder. Ja. Veraltet das ist. Ach, witzig. Du hast überflüssig geschrieben gehabt? Ja. Na, witzig. Also, redundant. A. Verworren. B. Überflüssig. C. Bedrohlich. Nochmal bitte, das erste war? Redundant, das kennt man. Das wird in Serien manchmal genannt. Ja. Tuna auf Man sagen die oft redundant. Weil jede Folge redundant wollen, ist, ob die, als ob da irgendwas Intelligentes noch dabei ist. Ich hab die Worte schon wieder vergessen. Ja. Redundant. Ja. Ja. A. Ja. B oder C. B oder C. A. Verworren. B. Überflüssig. C. Bedrohlich. Ich sag einfach mal A. Ich sag mal B. Ich sag A. Ich sag entscheide B. Dich, Kelly. Entscheide dich. Es ist ein in dem Kontext A würde ich geworden. Sagen, überflüssig. Da könnte jetzt A oder B sein, Kelly. Spiel fair, Kelly. Aber. Ich sag doch, das ist ein A. Wo? Oh. Kannst du es mal nachzeichnen? Hier? Ja. Hier? Und dann so ein schräger Strich noch? Hier. Ach so. Ja, okay. Du sagst? B. Wie stehst du dann überflüssig? Ja. Shit. Okay. Ja. Ich meine B. Wer hat jetzt recht von beiden? Wow. Soll ich es auflösen? Das lösen wir in der nächsten Folge auf von. Nein, du hast gewonnen. Oder? Hast du gewonnen? Nee, warte mal. Was für ein redundantes, triviales Erlebnis für mich. Glückwunsch. Ja, Hammer. Du kannst dich gut akquirieren. Leute, Kelly ist mal wieder niedergeschlagen. Das überträgt sich auch auf nach die Sendung. Deswegen beende ich das ganz schnell, damit ich heute noch lebendig durch den Tag komme. Ich werde mir ein bisschen was zwischen meine Beine weitermalen. Einfach mal aus Spaß. Mal gucken, was dann irgendwie passiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch, guck mal, eine Rakete. Lasst doch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Guckt euch eine... Kelly, du bist geistig. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich guck euch eine Funkfolge an. Musst du wissen, Deutsch, Körperteile, Quiz machen.